Hallo zusammen, ich bin's wieder. Jetzt mal mit einer Kritik, die ein bisschen anders ist als sonst. Soll heißen, nicht über ein klassisches Album, das wirklich zeitlos ist, ein Klassiker halt, sondern mal über eine neue Band. Und zwar ist es etwas ganz Spezielles. Und zwar geht es um Burning Witches. Die kommen aus der Schweiz. Da kenne ich mich ein bisschen aus, ich komme auch von dort, man hört es am Akzent. Und das ist eine neue Band, eine Girlband. Ich weiß schon, das ist ein bisschen was Spezielles, nicht jedermanns Sache. Aber die sind wirklich geil. Das ist die erste LP, jetzt rausgekommen. Und in einer limitierten Auflage sogar, gibt es auch auf CD. Und es geht hier um fünf Schweizer Damen. Burning Witches heißt das Album und die Platte heißt auch Burning Witches. Also das erste Album hat wirklich gute Kritiken bekommen, ist gut eingeschlagen. Ist wirklich ein geiler Sound. Ich lasse mal schnell ein Stück laufen, nur ganz kurz. Ganz spezielles Zückerchen. Das letzte Lied auf der zweiten Seite ist ein Cover von Judas Priest, Jawbreaker. Tja, wie ihr hört, haben sie die Damen recht Power, da können sich einige Männer noch eine Scheibe davon abschneiden, die sind wirklich, haben echt Power, geht voll ab der Sound, wirklich gut gespielt, die Platte ist gut produziert, es sind gute Songs, ich hätte jetzt noch weitere laufen lassen können, sind alle wirklich durchgängig gut, es gibt kein schlechtes Lied da drauf, es sind 11 Songs, wobei einer von den 11 ist eben das angesprochene Cover von Judas Priest, Jawbreaker. Es sind wirklich 11 tolle Songs, macht richtig Laune. Die Mädels spielen frisch drauf los, es ist nicht künstlich, es wird, was in der heutigen Zeit sehr selten ist. Es wird frisch, spontan drauf losgespielt und es ist wirklich eine tolle Sache. Der Gesang, ein Frauengesang ist natürlich nicht jedermanns Sache, ich weiß. Ich bin jetzt auch nicht unbedingt ein Girlband-Fan, aber diese gefällt mir wirklich sehr gut, weil sie ist einfach gut. Ist wirklich gut, diese Platte. Und ist jetzt ganz Spezielles. Ich hoffe, sie werden es noch weiter. Das ist jetzt die erste Platte und ich hoffe, sie werden es noch weiterbringen. Sie werden weitere gute Musik schreiben. Das wäre ihnen sehr zu gönnen. Ja, kennt ihr sie vielleicht? Habt ihr auch schon von ihnen gehört? Habt ihr sie auch in der Sammlung? Was haltet ihr davon? Findet ihr sie gut? Findet ihr sie nicht gut? Wenn nicht gut, warum findet ihr sie nicht gut? Das wäre noch interessant, oder es ist eher ein spezielles Thema, Frauenbands. Es gibt ja nicht viele Frauenbands im Metal. Also wer gibt es? Crucified Barbara, Doro Pesch natürlich, wobei auch nur sie eine Frau ist. Lita Ford, hört man auch nicht mehr viel. Und früher gab es noch Phantom Lord, Vixen gab es. Was gibt es noch? Eigentlich nicht. Ein paar Sängerinnen in Bands, wo Männer die Musik machen, das gibt es natürlich. Arch Enemy, Nightwish und so weiter. Aber wirklich reine Girlbands gibt es wirklich sehr wenig. Und das ist mal eine tolle Ausnahme, sage ich jetzt mal. Ein wirklich guter Sound. Geiles Cover, ich zeige es mal hier. Dann auf der Rückseite hier das Live-Bild mit den Songtexten. Es sind wirklich, ja, 5 hübsche Frauen, wirklich sehr hübsch, aber das ist ja nicht entscheidend. Das ist ja das Entscheidende, wie der Sound ist. Und der Sound ist wirklich super, genial. Ich habe mir die einfach mal bestellt,
Ich habe sie vorher nicht gehört, habe sie einfach nur bestellt und war wirklich positiv überrascht. Wirklich. Sonst gibt es nicht mehr viel zu sagen. Ich weiß auch nicht so viel von ihnen. Nur, dass sich noch Schmier hatte produziert. Das ist ja der von Distraction oder von Sodom. Ah, sorry, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall, er hat es produziert. Also das ist, zeigt schon, dass er auch gedacht hat, dass die Platte hat Potenzial oder die Band hat Potenzial. Sonst hätte er es nicht gemacht, wenn er gedacht hätte, das ist nur so eine One-Hit-Wonder oder eine einmalige Sache oder so. Das muss schon etwas heißen. Der Schriftzug ist, finde ich, auch noch cool, Burning Witches, wirklich gut gemacht. Wirklich geil gemacht, wie auch das Cover und auch sonst. Aber eben vor allem die Musik ist geil. Bitte testet es an und schreibt mir eine Meinung, wie findet ihr sie? Es gibt sicher auch im YouTube einige Videos von ihnen oder ein Video, das gibt es sicher. Oder ein paar Live-Ausschnitte. Wie findet ihr sie? Schreibt es mir, dann können wir unsere Ideen austauschen oder unsere Meinungen austauschen und mal schauen, wer sie gut findet und wer nicht. Wie viele. Ja, das war's dann wieder und bis zum nächsten Mal. Danke.